brauchen noch so einen komischen Medizin. Zwei Stück, ja. So. Was hat er hier? Nix. Gut, läuft, 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 wackelt, hat Luft. So. Ich hoffe mal, dass hier bald mal irgendwie ein paar Häuser gebaut werden. Sonst wird's böse. Der hört sich immer die. Ja, so Holz haben wir echt genügend, glaube ich. Das passt. Ja. Also, falls ihr die letzte Aufnahme nicht gesehen habt. Falls, ja. Ja, also wir machen nur noch so lange, bis wir. Bis wir. Moment. Bis wir diese Archiv mit haben. Also nicht die hier. Oder? Nicht die hier, ne? Sondern das hier. Ja. Was Marie ist das mit der Trading Post? Ach, ohne. Boah. Reach 400. Was? Erreiche 400 Quests without building Corps Fizz. Ha. Also nur mit Handeln, oder was? Hm. Master Trader. Prozent complete. Also wie gesagt, wir noch das machen und vielleicht irgendwie wie war das gleich? Hier mit den ganzen Bäumen. Ich habe ja alle Pflanzen schon eingepflanzt, sagen wir es mal so. Und hier kommt noch Walnut und Piken rein, also hier, ne, Walnut oder Piken. Aber zurzeit habe ich einfach zu wenig Leute. Bis es dann halt irgendwann mal was wird hier. So. Hab ich hier auch irgendwo. Passt, 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 passt. Du, 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 du. Ja, Hühner. Ja, ihr Hühnerchen. Hier. Schade echt, dass man nicht näher ranzoomen kann, ne? Das finde ich schade, Leute. Aber ich meine, die ganzen kleinen Zeug, Gemurks da, verbraucht natürlich auch seine CPU-Leistung. Ja, wenn ich schon sehe, jedes Mal wieder speichert, so dumm, so übelst ein Haar, übelst erstmal so ein Mini-Lag. Ist halt ganz wohl. Kann man aber nichts machen, speichert nur mal, ne? Ich überlege gerade, was ich dann jetzt noch machen soll mit den verbliebenen Sachen. Ich habe ja nur noch drei Arbeiterlabore. Ich habe nicht viel. Okay. Müssen wir mal schauen. Die Häuser habe ich hier gebaut. Passt. Ich meine, Nahrung produziere ich ja eh genügend, ne? Ja. Denke ich. Das könnte ich bis hierhin die ganzen Siedlungsgebäude hinsetzen. Eigentlich eine nette Idee. Wenn ich denn mal genügend Platz hätte für die ganzen Gebäude. So, hier vielleicht. Dann setze ich das alles so. Sieht dann alles so einheitlich aus. Ich weiß nicht, ob das schön aussieht, aber naja. Ich kann ja schlecht euch hier jetzt sagen, hier, wie soll ich denn das bauen? Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare reinschreiben, ne? Und dann so,
Bis mal jemand da was runtergeschrieben hat, ne? Das könnte dich ein bisschen dauern. Gut, ein Laborer. Das ist nicht allzu viel. Das ist echt nicht viel. Irgendwie verliere ich immer mehr Leute. Oh. Post ist da. Kohle. 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 Könnte ich theoretisch ab. Ja, abbauen tue ich ja lange nichts mehr, ne? Von Kohle so. Das so. Ah. Ich meine, hier drüben hatte ich doch so viel. Ist natürlich alles weg jetzt. Weil die Kohlemine, die geht eh bald zur Neige. Die. Ja gut, ich habe ja noch so viele Kohleminen. Das passt schon. So. Oh. So. Und. So. Nee. Gut. Ich muss mal gucken, wie das so aussieht. Der Regen! Das ist doch blöd, ey. Immer dieses ganze Geregne und dieses Schlechtwetterzeug und so. Wie soll man denn da was fertig machen? So, Move. Wie lange dauert es denn hier noch? Ach ja. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Mehr 120.000 Nahrung und ja, kein Plan, was man damit anfangen soll. Ist leider so. Ja, mein Handy hier mit meinem Timer, der ist natürlich schon. Ich weiß nicht, warum die immer so heiß wird, das Ding. Nur weil ich hier dauerhaft das Ding in Betrieb halte. Hätte ja gerne irgendwas am Computer, irgendwie so ein Programmchen, so als Timer oder als. Ein Tablet habe ich zwar auch, aber das ist halt nicht so. Ich muss ehrlich sagen, so schön wie ich Android finde, das ist halt so. Das ist. Ja, schön finde ich es halt nicht, ne? Das ist halt die. Da so tausende Millionen Apps gibt's, ne? Und. Bei, zum Vergleich zu Windows Phone jetzt zum Beispiel gibt es nur eine Handvoll Apps zu vielleicht 100.000, ne, oder 200.000 jetzt mittlerweile schon. Aber da stimmt dann wenigstens die Qualität. Wenn ich bei Windows Phone eine Stoppuhr suche, dann finde ich sie auch, dann sieht die top aus, dann brauche ich nicht erst irgendwie 10.000 durchgucken. Aber wenn ich bei Android Stoppuhr eingebe, dann kommt die Hälfte ist Schrott. Die Hälfte ist da echt Schrott von den Apps, die es da gibt. Also, dementsprechend finde ich dein Windows Phone ist meine Lieb. Ich mache ja keine Werbung. Ich finde das Programm an das System einfach cool. Ich finde das top, weil ich hab's aber beim Handy, habe ein Tablet, da ist Android drauf. Das Tablet ist nicht so stark, das gebe ich zu. Aber Volz passt. Eigentlich nicht, aber naja. Ja. Was soll ich sagen? Ja, Android ist halt, das Tablet ist halt so ein für sich schon schlechte Leistung. Aber das Android, das ist alles so, sieht eher so nach wie so, wie für mich, ich weiß aber nicht, wie so Massenwache aus. Wisst ihr? Wie Massenwache ist das eigentlich nur. Wo nie wirklich richtig gute Apps gibt's, die muss man echt suchen, sagen wir mal so. Ja. Ich brauch Feuerholz, glaube ich. So. Ja, und bei Windows Phone, da schreibe ich jetzt Jobohr rein, in der Suche rein und zack, finde ich das, was ich will. Wie gesagt, ist keine Werbung. Und ist auch kein Aufruf hier, kauft dies, das, nee, nichts da.
ich würde einfach so sagen, warum probiert ihr nicht aus? Kauft euch, na gut, das ist halt nicht so, aber ich meine, ich habe jetzt das Handy und davor habe ich nie Android gehabt, ne? Nie. Dann habe ich vor einem halben Jahr hat meine Schwester so ein Handy gekauft für Android und so, wo Android drauf ist, und das fand ich total unübersichtlich zum Teil. Es geht, ja, wenn man sich dran gewöhnt, ist vielleicht bei Windows Phone genauso, aber die App-Auswahl finde ich da weitaus schlechter. Ich meine, da gibt es schon gute Apps, die es jetzt bei Windows Phone nicht gibt, ne? Aber Android ist einfach für mich Massenware. Da gibt es so viele schlechte Apps, die kannst du gar nicht aufzählen. Das geht gar nicht. Und bei Windows Phone gibt es schon auch schon schlechte Apps, ne? Aber das ist jetzt... Was? 1000? 2000? Wie? Nox, Kohle fehlt denen. Achso. Ah ja, Kohle fehlt denen, gut. Ja, das ist einfach so. Und iOS habe ich, glaube ich, auch nie ausprobiert. Finde ich jetzt auch nicht viel besser oder schlechter. Für mich sieht das, ist das in derselben Kategorie wie Android. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich meine, wie manchmal manche sagen, hier bei Windows Phone dauert immer Ewigkeit, dass die Patches kommen oder sowas, Updates. Wenn ich da manchmal sehe, wie bei Android, wie lange das dauert, oder bei iOS, also. Und da. Finde ich top. Man muss sich halt an die Kacheln gewöhnen, ja. Aber wie gesagt, ich finde Windows Phone bei Smartphones, Tablets vollkommen in Ordnung. Bei Desktop-Systemen nicht so der Bringer, aber ja. Ich erzähle wieder so viel Quark, ne? Es kann sich ja keiner anhören. Warum wackelt das so? Slow, slow, slow. Ja, wie gesagt, ich mache hier eine kleine Aufnahmepause. Die Stunde ist bald rum. Zwei Minuten circa. Ja, was haben wir geschafft? Wir haben hier ein paar neue Häuser gebaut. Hier oben haben wir ein paar neue Häuser gebaut. Wir haben... Das war schon da. Das haben wir dazu gebaut. Das haben wir dazu gebaut. Die auch. Kirche ist im Bau. Also hier die Herbalist haben wir gebaut. Woodcutter. Da hinten auch ein Woodcutter neu dazu. Und wir haben... Ja. Es geht. Berg auf. Wer erspeichert. So. Und wie sieht denn unsere Nahrungsproduktion aus? Immer noch 5000 plus. Geht. Wunderbar. Kann ich mich nicht so großartig beschweren. Wir produzieren gerade mal so ein bisschen mehr, als wir benutzen, ne? Also bei den Holz hier, Loks, ne? Vor Holz halt total das Gegenteil, außer jetzt halt. Es geht bergauf. Aber Food geht in Ordnung. Geht vollkommen in Ordnung, was ich hier so sehe. Herbs, eigentlich verstehe ich nicht. Ich tue da immer mehr dazu kommen, die werden aufgebraucht wie nix. Kleidung werden auch gut benutzt. Alkohol, ja. Produzieren wir eigentlich zu wenig. Viel zu wenig, habe ich das Gefühl. Kohle haben wir auch zu wenig. Stein, geht. Alles Tools. Benutzt. Produziert. Ja gut, das kann man aber nur sehen, was man jetzt in der Zeit produziert hat, ne? Weil jetzt alles voll war, produziert nicht immer ganze Zeit. Deswegen ist es ja Quark, wenn bei sowas zum Beispiel. Aber hier ist gute Aussage. Ja. Das sind die 66 Stück, die da oben gingen. Zup. Zup. Das
herrlich. Herrlich. Kinder sind dadurch auch ein bisschen gestiegen, komischerweise. Frage mich, warum. Ach so. Danach, ne? Kinder danach. Das ist die. Ich glaube, das ist ein Stück danach. Mal, wenn ich 2 Jahre mache. 1 Jahr. Ja. Ja. Also wenn ich die Häuser gebaut habe, danach, zack, wurden mehr Kinder gezeugt, sagen wir so. So. Ja. Ich bin schon über drüber hinaus. Ein wenig. Aber es geht okay. Und deswegen speichere ich das mal ab, das ganze Gemürkse. Und wir sehen uns später. Und deswegen sage ich einfach mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.